Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3 und hier zum Kaiserreich von Schweden. Wir haben ja so ein bisschen angefangen, so eine Art, ja, sagen wir mal, Rachefeldzüge zu starten. Wollen noch mal schauen, wie wir hier damit klarkommen. Und diese Burgen bringen echt viel, ne? Also das dauert richtig lange, dass unsere Feinde sie überhaupt bezwingen können. Dementsprechend, ich denke mal, dass das hier in diesem Bereich jetzt relativ schnell zu Ende gehen wird. Wir haben ja auch schon einen Wert von, na, 42%. Unser Freund Harald ist gestorben. An was starb er denn? Krampfanfall. Mit 51. Mann. Die Großfürsten, die ja gegen uns. Okay, wir müssen sie reinlassen. Sie zeigt Reue. Wir sind demütig. Lassen wir sie damit durchkommen? Wir werden sie eh an den König von Litauen wohl verleihen. Ja, aber ich lasse sie noch mal drin in unserer Liste. So, jetzt ist auch schon... Wir müssten bald hier ankommen. Wir sind da. Wir ziehen mal hier hin. Graf Pantelei ist unser Graf geworden. Okay. Warum soll ich ihn entlassen? Hä? Der sitzt doch jetzt als Graf nicht im Rat. Och. Oh, okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Soll ich noch mal ein paar mehr Mann hier ranholen? Ich glaube, ich mache das mal. Kommt es hier dann mal zu einer größeren Schlacht? Die fliegen hier jetzt. Okay, wir sind über der Domänenschwelle, weil den wir hier beliehen haben, ist verstorben. Da müssen wir mal überlegen, wie wir damit umgehen. Tigerverteidigung. Ah, wir gehen da mal direkt hin. Haben wir einen besseren? Der König. Dieser Slava wird erwachsen. König Henriksson. König von Weißruthenien. Hat der... Okay, hat nix.
Ach, ne. Das machen wir nicht. Großfürst von Holstein? Nein. Litauische Königin? Prinz Sölvi hat schon was. Königreich von Novgorod? Hm. Sehr interessant. Ich konnte ja hier mit meinem Rat ja das können wir anscheinend nicht machen. Das kriegen wir nicht hin. Hä, wo soll das denn dann funktionieren überhaupt? Nirgendwo. Okay. Okay, das checke ich jetzt nicht so ganz. Okay, ja, dann ist es ja echt Schwachsinn. Wie viele Entwicklungen haben wir hier? Dann machen wir da mal weiter. Wir haben leeren Ratsposten. Den könnten wir nehmen, ne? Der ist gut. So. Nina Alicia hat den Kerker verlassen. Sehr schön. Wehrtürme in Sieland gebaut. Haben wir gar nicht in Auftrag gegeben. Und die Schlacht ist geschlagen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier so ein bisschen das verkleinere. Es würde doch reichen, wenn ich da mit 7000 Mann hinterherjag, oder? Die werden aufgelöst, wenn es soweit ist. Mit denen jage ich hinterher. Wie sieht's hier aus? Hier wurde das schon belagert und eingenommen. Gehen wir mal hier hin. Sollte jetzt auch bald durch sein. Sind über der Domänenschwelle. Ja, was machen wir denn hier mit Sieland? Habe ich denn jemanden, den ich hier mal Relevanz. Warum ihn hier? Warum, hä? Warum sollte ich ihn dahin? Gibt es hier keine anderen Möglichkeiten? Relevanz. Verwaltung wäre sowas, ne? Also. Wen nehmen wir denn da? Titelgeschichte, Anspruchsteller. Das ist ein Großfürst. Da hat noch viele andere Geschichten. Das gefällt mir alles nicht.
Skane und so hat sie auch, okay. Nee, ich werde einfach jemanden von links bilden. Sie ist hier mit deinem ehemaliger, okay. Sehr interessant. So, ich suche mal hier bei mir, bei meinen Höflingen, schaue ich mal rein, nach dem Alter. Ausragender Befehlshaber. Ingvar, unser Hofnarr. So ab 50 gelten die schon als alte Männer. Hier ist nichts zu sehen. Leute, wen nehmen wir denn da? Wer soll denn hier damit betraut werden? So. Also hier sieht's nicht so danach aus. Ich schau mal ganz kurz in meinen Beziehungen rein. Hä, warum ist meine Tochter? Warum ist. Nee, nicht meine Tochter, sondern meine Tante. Ist eine Konkubine. Schwester und Freund. Ist der Erbe von hier? Nee, ist er nicht. Oh, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich muss mir mal die Munsüs mal anschauen. Vielleicht soll es ja ein Munsü werden. Vielleicht wird er es. Der hat auch keine Ansprüche, glaube ich, ne? Nee, hat er nicht. Ich glaube, ich werde ihn, den Cosma, mal dort einsetzen. Wir legitimieren ihn. Wer ist überhaupt sein Vater? Wir gehen da mal hinterher. Haben wir ihn schon bereits legitimiert? Es kommt ja irgendwie keine Meldung. So. Der kriegt jetzt hier diese Ländereien. Super. Der wird uns lieben. Ablässe, super. Wie können wir jetzt, solange gegnerische Kräfte in der Nähe sind, okay. Nachbar der Herrscher gewann Krieg. Wingulmölk wird belagert, okay. Nee, das gefällt mir hier nicht. Wir teilen uns hier mal auf. Setzen hier mal über.
Was ich jetzt noch machen werde, ist, dass ich hier noch mal ein paar mehr Mann hinstelle. Die hier nehme ich mal raus. Die Ratsversammlung. Als sich meine Ratsmitglieder uns zu einem Treffen versammeln, kommt mein Hund Naseweiß mit Bettelblick und traurig hängendem Schwanz zu mir. Er ist nicht gern allein, doch dies ist eine wichtige Besprechung. Ein Hund hat in einem Ratstreffen nichts zu suchen. Ja. Ich verlasse den Besprechungssaal und stelle fest, dass Naseweiß verschwunden ist. Ich suche überall nach ihm, was, wenn er sich verlaufen hat und verängstigt herumirrt. Plötzlich begegnet mir mein Höfling Laser Fiona mit einem Hund im Schoß, der sich hochmotiviert den Bauch kratzt. Dieser Hund sieht mir verdächtig nach Naseweiß aus. Da habt ihr einen kostbaren Gefährten, Fylkir Thorsten. Ah, die mag anscheinend. Hund? Ziehen wir mal mit. Ich glaube, ich nehme noch mal so 3000 mit. Kriegerorden wurde angeworben. Ne, wir warten hier noch. Oh, Artefakt. Ihr nehmt dieses. Seid gegrüßt, mein heiterer Lehnsherr. Bitte nehmt dieses bescheidene Geschenk an. Es war mir ein liebevoll gehüteter Besitz, weswegen ich hoffe, dass er euch ebenso gut zu Ehre gereichen und dienen wird wie mir. Ah. Annehmen. Kann ich das anlegen? So, Ablässe, gern gesehen, gern gesehen. Warum sind die unter so einem Dorfzentrum? Vestraros. Ja, stimmt, die können wir ja weiterbauen, ne? Das habe ich ja komplett vergessen. Machen wir mal weiter. So, Belagerung Gefangene gemacht. Wir haben einen Vorzug, Unglücksritter, heimischer Herd. Das machen wir auch mal gerne hier. Und Forderung erzwingen. Der ist jetzt bei uns im Knast. Er ist auch von unserer Dynastie. Da müssen wir uns echt mal überlegen, was wir mit ihm anfangen. Also, er hat Folgendes. Jämtland. So, dieser Bereich ist... Der Graf hier hat nur das, ne? Genau. Dem entziehe ich erstmal seinen Vasall.
Ja. Wer ist denn hier? Ah, okay. Titel entziehen. Ich könnte ihm eigentlich alles wegnehmen. Er hat ja gegen mich rebelliert. Sollen wir das tun? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Wer wäre denn hier ein guter Nachfolger? Ich muss mir das mal anschauen. Ich muss mal gucken, wie ich das hier sortieren würde. Also wir hätten schon mal diese Familie. Da ist ein Munsü. Graf Hakan, der Habicht. Ich glaube, das würde ich tun. Sind alles Munsüs. Wenn wir das aber nochmal schauen, Anspruchsteller. Ja, so mache ich das. Da muss ich hier gar nicht lange rumbuchteln. Titel abecken. Ob er hier jetzt als Graf weiterbleibt, ich kann es euch nicht sagen. Ich könnte ihn freilassen, dann kann er, muss er seine Ansprüche abschwören und ein schwaches Druckmittel. Das würde gehen. Als Verbrecher, Ehebrecher und ein Perverser. Der tut aber einem nichts, ne? So, also da würde ich jetzt, weil wenn ich ihm das jetzt entziehe, diesen Titel, nee, ach, ich kann es komplett entziehen. Der bleibt bei mir im Knast. So. Sehr schön. Dann werde ich diese Ländereien mal verleihen. Wo hat der jetzt Ansprüche? Der hat Ansprüche hier. Das ist echt nervig. Der hat Ansprüche hier, Emland. Grafschaft von Emland. Da sitzt der. Grafschaft Emland. Ah, der kommt da lange nicht hin. So, ja, dann wird es hier jetzt ein... Grafschaft von Firdafylki. So, der wird jetzt belehnt. Titel vergeben. Nee, Jämterland kriegt er nicht. Rendalök. So, die sind jetzt in ihren normalen Grenzen, ne? Ja. Super. So, das ist verliehen worden. Wir lösen mal die Armeen auf. Und zum Abschluss noch Frazee, der kriegt mal einfach diese Domäne von mir, Jämterland. Und Titel vergeben. Haben wir hier schon mal ein bisschen sortiert.
Wir haben hier allerdings noch den einen Grafen. Der wird nach Gulabingslöck hier verliehen. Dann mag der uns wahrscheinlich auch. So. Absolute Lieder, Tyrann. Rogaland. Jo, kriegt er. Vasall verleihen. Herrlich, sind alle glücklich. Und wir haben den einen hier schon festgenommen. Und werden ab der nächsten Staffel weitermachen, ihr Lieben. So ein bisschen sortieren hier und dann nochmal schauen, sodass die Macht nicht überhand gewinnt bei den Leuten. Und jo, ich freue mich auf die nächste Staffel mit euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fari.